Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr bei diesem besonderen Video dabei seid, denn wir holen heute meinen BMW M4 Competition ab. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu der Farbe sagen werdet, ob euch die kicken wird, so wie man in der Jugendsprache ja sagt, ne? Oder was ihr zu den Sitzen sagt. Also da habe ich auch eine ganz besondere Farbe. Und ja, ich bin im Urlaubsmodus, Leute. Ich hätte mich mal rasieren können, ich weiß, aber ich fahre die ganze Zeit quer durch Deutschland, dann nach Österreich, Deutschland, mache hier bei dem Event, mit dem Event, jetzt kommt noch Urlaub, deswegen, ne? Also seid mir nicht allzu böse. Aber jetzt kommt etwas im Hintergrund, was eine wichtige Rolle spielt, und das ist der BMW M5 CS. Ja, und dieses Auto, das kennen wir ja schon mal. Wir waren ja bei der Weltpremiere dabei sozusagen, ja, bei der Enthüllung im BMW-Studio, im BMW M-Studio. Und ich durfte mit dem Auto von Köln nach München fahren, um mein Auto abzuholen. Streng limitiert das Fahrzeug, ja, und da ist er. Leute, ich kann euch sagen, was das Auto für eine Wahrnehmung den Leuten gegenüber gibt, das ist brachial. Ja, es ist wirklich brachial. Das größte Highlight für mich an dem Fahrzeug sind die gelben Headlights, ja, die tatsächlich, auch wenn du wirklich fährst, leuchten sie im Dunkeln. Also, ne, diese Lichteinstellung ist permanent da. Es ist nicht nur im Stand, sondern auch bei der Fahrweise. Und das ist wirklich einfach nur verrückt. Die Leute, die denken auch, was kommt denn da? Dann in Kombination mit dem goldenen Kühlergrill, ja, oder in golden gehalten mit dem Kühlergrillrahmen, auf jeden Fall verrückt. Aber, Leute, diese Motorhaube hier, ich zeige euch mal was, pass mal auf, bei BMW immer zwei Klicks, die ist komplett aus Carbon, ja. Wenn ihr hier reinschaut, und da hast du auch nochmal das M5 CS Logo, 635 PS und wiegt 70 Kilo weniger als der serienmäßige M5, ja. 10 PS drauf und Gewicht gespart, unter anderem durch die Sitze. Und das ist ein gutes Stichwort. Bevor wir zu den Sitzen kommen, erstmal, Leute, also ich meine, Felge ist einfach wirklich krank, Leute. Felge ist wirklich krank, ja. So, dann schauen wir uns mal die Sitze an, Leute. Das sind die neuen Schalensitze, die ihr von BMW M inzwischen kennen dürftet. Aber das Coole beim M5 CS ist, dass oben in der Kopfstütze, da ist das Nürburgring-Logo eingezeichnet, ja. Sehr, sehr verrückt. Und was ich noch verrückter finde, ist die Rückbank. Liebe Leute, guckt euch bitte diese grandiose Rückbank an. Da habt ihr tatsächlich ebenfalls Schalensitze. Klickt oben rechts, da kommt ihr zu dem Video und ich kann es euch wirklich empfehlen, ist echt ein geiles Auto. Soundcheck und so ist alles im Video vorhanden und das Fahrzeug ist übrigens sehr, sehr selten. Aber was auch selten sein wird, ist mein Auto, welches wir heute abholen hier in der BMW-Welt, Leute. Ich habe 4 Monate drauf gewartet und heute ist es soweit, der BMW M4 Competition kommt und ich freue mich wie ein Ass. Aber ich hoffe, man bricht mich nicht in der Mitte durch wegen der Enttäuschung. Wird die Farbe mich catchen oder werde ich eher sagen, oh, was habe ich da gewählt und was macht der Innenraum? Ja, ich habe es nämlich live noch nie gesehen, die Farbe habe ich live auch noch nie gesehen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und gucken uns die Enthüllung des BMW M4 Competition an. Mein neues Auto. Los geht's! Sind in der BMW-Welt und wer mein BMW M4 und M8 Video gesehen hat, der weiß, hier standen wir schon mal, ja, vor allem damals, als ich die F-Generation des M4s abgeholt habe, stand ich hier und dann sind wir dort damals runtergegangen und da war ich unfassbar nervös, so bin ich heute auch, aber wir haben heute wieder die etwas andere Abholung und wir haben uns diesmal etwas einfallen lassen. Beginnt praktisch alles, es ist so, man kommt hier mit einem Fahrstuhl hochgefahren, dann meldet man sich vorne an, ne? Dann wird alles halt aufgenommen, Kennzeichen gibt man ab und so weiter und so fort. Und hier kommt man dann hin, wenn man die normale Abholung hat, also die nennt sich, glaube ich, bei BMW sogar die Premium-Abholung. Und da ist es so, dass man dann hier runter geht mit einem Mitarbeiter von BMW, von der BMW-Welt. Und der geht dann mit euch zu einem Drehteller. Und da steht dann euer Auto und dann wird euch das Auto erklärt und so weiter. Ist auf jeden Fall, wenn ihr euch ein BMW holt, kann ich euch sagen, wirklich immer in der BMW-Welt abholen, weil das ist wirklich eine Erfahrung für sich. Es gibt noch den Exklusivraum, den seht ihr gleich. Das ist immer ein bisschen spezieller. Und da habt ihr natürlich dann wirklich alles drum und dran. Da habt ihr auch einen Museumsbesuch dabei und ihr dürft einmal ins BMW-Werk, wenn kein Corona ist. Und genau, Essen, Trinken gibt es auch und es gibt einen Besuch in einem Restaurant. Also wirklich Rundum-Paket. Ne? Aber ich will jetzt gar nicht so lange quatschen. Ich habe es euch nur mal kurz erklärt, wie es geht. Ich zeige euch jetzt mal, wie es da drin aussieht. Ne? Und dann geht es gleich auch schon los. Wir gucken uns den neuen BMW M4 an. Und ich bin so gespannt, Leute, weil ich habe diese Farbe noch nicht live gesehen. Ich habe die Farbe noch nicht live gesehen in der Kombination mit den Sitzen und so. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu diesem Setup sagt. Also ich sage nur, holla die Waldfee, Leute. Dann mal rein da jetzt. Komm mit. So.
Das kennt ihr ja auch schon vom BMW M8, aber schaut mal, da steht sogar mein Name dran, oder? Ist das cool? Nein, also, hier ist das Produktinfocenter und das bedeutet, wir gehen jetzt in einen kleinen Raum, kann man fast sagen, und da wird an einer Leinwand oder an einem Bildschirm das Auto einmal erklärt, welche Funktion es hat und so weiter und so fort. Und dann geht es gleich runter in den Raum, aber ich zeige euch das noch einmal, wie das aussieht, kommt mal mit. Und zwar sieht so ein Raum ungefähr so aus. Also, ne? Und dann, genau, dann sieht man auch schon hier die Form, seht ihr? Also ich bin sehr, sehr gespannt jetzt, weil ich habe es ja wie gesagt noch nicht live gesehen. Ich kenne die Farbe nicht und das auch mit dem Innenraum in Kombination. Ich weiß, ihr wollt auch alle das Auto sehen. Leute, ne? Mit einem Tuch. Ich wollte schon immer ein Tuch von dem Auto ziehen. Und jetzt machen wir das Ganze mal. Aber guckt euch, hier sind schon ein paar Details. Guck mal hier, die große Niere. Ich habe die Farbe noch nicht gesehen, Leute. Okay, wir gucken mal. Warte, wir gucken erstmal. Alter Schwede. Okay. Okay, warte, warte. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie machen wir das jetzt am besten? Alter Schwede. Okay, das ist krass. Okay, die Farbe, die ist ja mal übertrieben krass. Ich habe sie nie live gesehen, aber das ist, was ist das, ein Bettmobil? Boah. So, liebe Leute, da ist er, der BMW M4 Competition, mein neues Auto. Ja? So sieht er aus. Und wir machen mal einen kleinen Rundumgang. Ich gebe euch mal ein paar Details zum Fahrzeug. Also 510 PS Heckantrieb. Ja? Das ist nämlich der BMW M4 Competition. Es gibt den auch noch handgerissen, ja? Also mit Handschaltung, aber nicht als Competition. Ich habe mich aber extra dafür entschieden, ne? Mit Schaltung, Pedal und so weiter. Ich finde ihn Automatik ehrlich gesagt ein bisschen cooler, wobei ich den als Handschaltung auch mal gerne fahren wollen würde. Vielleicht machen wir das mal. Aber ist auch egal. Wir kommen jetzt mal zu den einzelnen Einzelheiten des Fahrzeugs. Wir haben Carbon-Paket, ja? Dann, Leute. Das Carbon-Paket bedeutet hier vorne, der Kühlergrill, den gibt es, oder beziehungsweise die Front gibt es in zwei unterschiedlichen Variationen. Du kannst das auch mit so einem Gitter hier vormachen, dann hast du halt eben nicht das Carbon-Paket, aber hier hast du halt eben das Carbon-Paket logischerweise. Dann haben wir die Shadowlights. Das bedeutet, die Lichter sind dunkler als bei einem serienmäßigen Fahrzeug. Ja? Das könnt ihr im BMW-Konfigurator auswählen, auch in Kombination mit Laserlicht. Ja, das geht auf jeden Fall. Hier beginnt praktisch das sogenannte Skateboard, so wie sie es bei BMW nennen. Ja? Denn ihr seht, an der Seitenlinie zieht sich das einmal komplett durch. Ne? Vorne 19 Zoll Felge, Leute, in Schwarz, war mir super wichtig, in Kombination mit der Farbe. Und wir haben die Keramikbremse drauf mit goldenen Bremssellen. Also ne? Gelochte Bremsscheibe auf jeden Fall. Vorne 19 Zoll Felge, hinten 20 Zoll Felge und ihr könnt bei M-Performance könnt ihr hingehen und ihr könnt euch zum Beispiel 20 Zoll Felge vorne machen und hinten 21. Hinten ist also immer größer, ja. Dann auch diese ganzen Details hier, ne, mit M4 Competition, praktisch hier nochmal ein kleines seitlicher Flügel, wenn man so möchte, ja. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Carbon-Rückspiegel, Leute. Ich meine, das sieht aus wie Batman, ja, wenn ihr euch das mal anguckt, ne. Sieht mega cool aus. Carbon-Dach am Start, ja, sorgt natürlich für Gewichtersparnis und hinten schon gesagt, 20 Zoll Felge. Also die schönste Linie, finde ich, ist eigentlich diese hier. Ja, beim M3 ist der Hintern ja etwas prächtiger. Aber ich finde beim M4 gerade schön, wie die Linie gezeichnet ist. Da haben die Designer sich auf jeden Fall meiner Meinung nach selbst schön übertroffen und hier nochmal einen richtig schönen Akzent gesetzt.
Und diese Linie leuchtet praktisch das Heck ein. Ja, ihr seht, die geht hier los und dann schließt sich das hier tatsächlich an den End- bzw. am Heck an und an den Lampen. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Auch das ganze Lichtdesign mega stimmig. Ja. Hinten haben wir die schwarzen Endrohre. Ja. Beim Competition-Modell sind die, glaube ich, immer schwarz. Es gibt die aber auch in Silber. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bin ich mir jetzt aber nicht 100% sicher. Und wir haben einen Carbon-Heck-Diffuser. Ja. Und eine kleine Carbon-Abrisskante. Aber hier kommt bald ein dicker Spoiler drauf, liebe Leute. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Der wird aber richtig böse aussehen. M4-Logo noch in schwarz. So, das ist das Auto jetzt mal ganz schnell von außen gezeigt, weil das Video, ne, soll euch jetzt auch nicht, soll jetzt nicht so lang gehen. Aber mein schönster Blickwinkel auf das Auto ist tatsächlich genau so. Genau so. Wenn ihr sich so hinstellt, wie ich jetzt stehe, ich finde dieser Blickwinkel von dem Auto einfach wunderschön. Ne? Da stimmt alles. Ihr seht die Linien, alles wirklich der Hammer. Aber wir gucken uns noch mal den Innenraum an. Und da habe ich mich tatsächlich für Sitze entschieden. Das ist eine Geschmackssache. Ich habe erst überlegt, alles weiß. Ja, weißer Innenraum, ich hole alles weiß. Aber ich fand das cool, dass du kombinieren kannst, dass das hier zum Beispiel schwarz ist. Übrigens, Leute, ne, während der Fahrt nicht Alkohol trinken. du kannst kombinieren übrigens, dass das hier auch in der Farbe ist, wie die Türtafel. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Deswegen ist das hier klassisch schwarz. Aber die Sitze, Leute, das ist in Kombination mit der Farbe von außen auf jeden Fall sehr, sehr verrückt. Ne? Lenkrad haben wir sehr viele Carbon-Elemente, ja, also ihr seht das vielleicht, ne, das ist also einfach unfassbar verrückt, was BMW mit diesem Auto gebaut hat. Das ist jetzt mal so grob zusammengefasst, ich könnte vielleicht ein Video machen, ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, wo wir das Auto mal fahren, ausführlicher testen, den Driftmodus testen und was weiß ich nicht alles. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr Bock auf so ein Video hättet, dann würde ich das gerne mit euch machen. Der ist, so wie er hier steht, komplett voll ausgestattet und hat einen Preis von ab 120.000 Euro, ja, also er ist komplett voll ausgestattet mit allem drum und dran. Und es gibt ja jetzt noch die Allrad-Variante, aber ich sage euch ganz ehrlich, das Fahrwerk ist so krass, du brauchst gar kein Allrad, meiner Meinung nach, weil das Auto so gut auf der Straße liegt, das kannst du dir nie ausmalen. Das muss ich euch mal in einem Video zeigen. Ja, das ist mein neues Auto, liebe Leute. Ich bin durch und durch an allem verliebt, an jede einzelne Schraube hier in der Felge, an allem. So. Und wir bringen jetzt den M5 zurück und ich muss sagen, auch das Auto wirklich hat sich immer ein Herz gefahren. Der M5 CS ist wirklich absolut, Leute, ich meine, guck mal, wie er alleine da hinten steht. Das ist der Chef auf vier Rädern mit diesen goldenen Felgen. Ihr müsst euch vorstellen, bei BMW sitzt jemand in der Marketingabteilung, wir machen, oder bei BMW Entwicklungsabteilung, wir machen ein CS-Modell, was soll das haben? Goldene Felgen! Ja, und das sieht dann, das Ganze sieht dann so aus. Also für mich einfach nur absolut verrückt. Aber abschließend noch eine Sache. Dieses Auto, so wie ihr es hier seht, wird nur ein paar Tage so aussehen, denn hier kommt ein Spoiler dran, Leute. Es kommen Seitenschweller dran, die habt ihr noch nicht gesehen. Winglets kommen hier hinten dran. Oh, ich sag euch, dieses Auto wird so böse aussehen und eine Folierung kommt drauf. Was? Eine Folierung? Also lasst euch da mal überraschen. Der sieht nur ein paar Tage so aus. Wenn der fertig ist, hast du das Gefühl, der kommt persönlich aus Need for Speed gerade rausgefahren, ja? Also wirklich echt schön. So, jetzt, Leute, gehe ich was futtern. Und dann, ja, war es das auch für den Tag heute schon erstmal, ne? Muss ich ehrlich sagen. Wir müssen den M5 CS jetzt noch zurückbringen nach Garching. Und ich werde tatsächlich das Auto noch nicht fahren, sondern ich lasse das den Yannick fahren, der gerade das Video filmt. Weil der Yannick, der darf die ersten Meter damit genießen, denn ich möchte das Auto fahren sehen. Ne? Das ist ja der Clou. Man möchte das Auto fahren sehen, dann ist das irgendwie nochmal cooler, finde ich. Weil ein Auto stehen sieht cool aus, aber wenn es fährt, sieht es cooler aus. Ja, liebe Leute, das war's von der BMW Welt 2021, könnte man schon sagen. Was kommt wohl als nächstes? Das ist die Frage. Ja, nein, Spaß. Also, Leute, ich muss sagen, guckt euch das mal an, der Anblick. Der M5 CS, Leute, und dann der BMW M4, mein BMW M4 Competition, da ist er. Ich muss sagen, die Farbe ist einfach für mich komplett in den Orbit geschossen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass aussieht. Man sieht richtig die ganzen Konturen hier in der Motorhaube, ja. Dann hier nochmal diesen schönen Akzent. Autos sind ja immer eine Geschmackssache und egal welche Marke, egal wie das Auto aussieht, entweder liebt man es oder man mag es nicht. Ich weiß, viele sind immer noch wegen der Niere etwas unschlüssig, aber lasst den Leuten noch das, was ihnen Spaß macht und was ihnen gefällt, bevor ihr wieder in den Kommentaren, ich kenne das ja schon, ne? Und bedenkt immer, jeder erarbeitet sich das, was er auch verdient hat, ja. Also wenn ihr dann in den Kommentaren wieder schreibt, ist doch egal, gönn es doch einfach den anderen Leuten. Ne? Ich gönne es auch, ich gönne dir auch, dass du nur M4 fahren darfst. Ja? Aber
Ich muss mich nochmal bei der BMW-Welt bedanken. Echt cooles Team. Auf jeden Fall super schöner Tag war das. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt, dass ihr das alles jedes Mal möglich macht. Ob es auf Twitch, auf Instagram, Twitter, Facebook, es gibt noch Leute, die bei Facebook sind, oder eben bei YouTube. Ich danke euch wirklich Tag für Tag, Leute. Ich habe den besten Job der Welt und dank dir. Und ich würde mich freuen über ein Däumchen nach oben, ja, wenn ihr gönnt, so wie man sagt, ja. Und über ein kostenloses Follow, aktiviert die Glocke. Und hier werden euch jetzt noch zwei Videos angezeigt, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet. Unter anderem bin ich, Dennis, über den Hockenheimring gefahren in einem echten Rennauto, Leute. Könnt ihr euch das ausmalen? Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich sag's euch. Dann M5 CS gibt es auch noch ein Video, solltet ihr euch reinziehen. Alles beides hier. Haut rein, Leute. Wir sehen uns auf Instagram oder auf YouTube wieder. Macht's gut. Ciao.